In diesem kurzen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr den Arbeitsbereich nach euren Wünschen einrichtet, abspeichert und wieder zurücksetzen könnt. Hier seht ihr den ursprünglichen Arbeitsbereich, aber ich hätte gerne das Farbrad auf der anderen Seite. Also klicke ich auf die Registerkarte des Farbrades, halte die linke Maustaste gedrückt und beginne zu ziehen. Durch die roten Linien zeigt Clip Studio an, wo es das Farbrad ablegen würde, wenn ich loslasse. Ihr könnt eine neue Spalte einrichten, eine neue Reihe oder ihr könnt es auch irgendwo anfügen. Also jetzt beispielsweise bei den Ebeneneigenschaften. Ich lasse jetzt los und das Farbrad ist auf den Ebeneneigenschaften. Ich kann auch eine komplette Spalte rüberziehen, indem ich in den grauen Bereich hier klicke, ebenfalls Maustaste gedrückt halte und hinüberziehe, bis die senkrechte Linie erscheint. Oben in den Spalten seht ihr jeweils einen einzelnen Pfeil und einen Doppelpfeil. Wenn ihr auf den einzelnen Pfeil klickt, wird die Spalte auf Symbole reduziert. Und ihr könnt die Spalte wiederherstellen, indem ihr einfach wieder auf den einzelnen Pfeil klickt oder noch einfacher auf irgendein Symbol klickt. Der Klick auf den Doppelpfeil minimiert die Spalte total. Aber auch hier gilt, neuer Klick auf den Doppelpfeil und ziehe es wieder da. Ich reduziere jetzt Spalten alle oder die beiden Spalten jetzt, damit ich eine große Arbeitsfläche habe. Und das ist jetzt mein persönlicher Arbeitsbereich, den ich sichern möchte. Dazu gehe ich auf Fenster, Arbeitsbereich, Arbeitsbereich registrieren. Vergebe einen Namen, ich nenne das jetzt einfach Arbeitsbereich reduziert und klicke auf OK. Falls du den gesicherten Arbeitsbereich löschen oder umbenennen willst, kannst du das tun, indem du auf Fenster klickst, Arbeitsbereich und Arbeitsbereich verwalten. Kannst du den Arbeitsbereich wieder komplett löschen, vielleicht neu befolgen oder halt auch umbenennen. Und klicke auf OK. Um den ursprünglichen Arbeitsbereich wiederherzustellen, gehst du auf Fenster, Arbeitsbereich auf Standardeinstellung zurücksetzen. Bestätigst das einmal und dann hast du wieder das Original. Natürlich könnt ihr auch wieder euren eigenen Arbeitsbereich laden. Der erscheint hier unter Neuladen Arbeitsbereich. Okay. Und zack, habt ihr euren eigenen wieder. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial war hilfreich. Viel Spaß beim Zeichnen!